Grüße Leute und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich bin froh, dass ihr mich hört. Gerade hat mein Mikrofon bzw. die HD Capture Elgato Aufnahmebox. Ist das ein Elgato? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ein kleines Problem, ich hatte keinen Ton mehr. Scheiße. Also habe ich die Aufnahme nochmal gestartet. Hab's zum Glück rechtzeitig gemerkt. Jetzt heißt es erstmal tiefer, tiefer, tiefer. Dann ganz unten erwarten sie uns ja noch ein bisschen Action. Aber ich habe ja auch eine Brücke hochgelassen und ich überlege, ob das vielleicht die Brücke hier auf der Etage gewesen ist. Alles gut möglich. Ich will ja nichts verpassen. Genau, hier lang. Das ist es doch, oder? Hier wurde so ein Stück angesetzt. Natürlich, hier war ich auch noch nicht. Menschenbild. Mittlerweile werden wir von Menschenbildern echt zugeschissen. Aber nicht schlecht. Man kann es ja gebrauchen. Nur ist die Frage, wo führt das hier hin? Wir können ja weiter gut, genauso gut weiter unten lang gehen. Aber das ist ja vielleicht auch ganz... Was ist denn wieder Heiligtum ist? Hä? Ach, da geht's weiter. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Tolles, Spektakuläres? Versteckte Gegenstände? Irgendwas? Nein? Aha. Na gut, dann gehe ich erstmal den Weg. Ich könnte natürlich auch unten weitergehen. Ein bisschen mehr. Falls ich nicht schon hier gewesen bin, das einfach nicht wiedererkenne. In Sprung! Auf jeden Fall gibt es hier keinen Ausweg mehr für mich. Ich habe übrigens meinen Ton nicht hochgestellt, merke ich gerade. Ich höre gar nichts vom Spiel. Ich mache mal ein bisschen Lautstärke rauf. Denn ich will ja auch die Atmosphäre aufsaugen von Dark Souls. Soll ja an mir nicht vorbeigehen. Und hier... Ich kann es euch gerade noch nicht sagen. Oder doch? Auf jeden Fall ist hier die Sangestante. Und da unten ist noch ein Nebelgate. Also heißt es hier wohl runter. Irgendwie kommt mir die ganze Sache bekannt vor. Ich glaube, aus einer anderen Perspektive waren wir ja schon mal gewesen. Nur weiß ich nicht, von welcher Perspektive. Wo es Sinn macht, sich fallen zu lassen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Gesangestante, die ihr im Hintergrund hört, meine wunderschöne Sopransängerin, also ich weiß nicht, ob sie wunderschön ist, hat auf jeden Fall eine krasse Stimme, dass sie auch den Endgegner darstellt. Oder irgendwas Bedeutendes muss sie auf jeden Fall an sich haben. Da haben wir das letzte Mal hochgeschaut. Da langgelaufen, haben die Gegend hier betrachtet. Okay. Na, es ist wieder so ein bisschen Irrgarten, aber wir werden da schon rein. Wer bist du denn? Alter, ist ja mal gut. Chill mal. Du siehst doch ganz vernünftig aus, wie ein ganz normaler Mensch und Ritter und hast ihn nicht gesehen. Ja komm, suchst du Beef? Dann mache ich mal einen coolen Move und er trifft, oder sie. Aber er hat, glaube ich, Fatwall mit drin. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Natürlich, machst du einen Double Move. Mir völlig Wurst, du kleiner Penner. Wenn du nicht sterben willst, hau ab. Gut. Alter. Hab ich die ganze Sache ein bisschen zu locker angesehen. Also, wer war das? Jodo, ich fordere eine Loge. Obwohl, es hat gerade der Boden gewackelt. Kann es sein, dass die ganze... Alter, verwirrt mich doch nicht noch mehr. Oh, Lizards! Und so viele! Ich will sie alle! Und krieg gar keinen, oder was? Ich habe echt gar keinen gekriegt. Naja, gut, komme ich aufs nächste Mal. Hallo? Schalter? Ein bisschen verwirrt bin ich jetzt schon. Da hinten ging es auch nochmal weiter, oder? Oder ging es dann nur tiefer? Ja, da geht es nur tiefer in die nächste Etage. Also, man kann tiefer in die Pyramide reingehen. Da gibt es auch noch mal neues Zeug. Vermute ich. Und hier. Dann kann ich nicht da ganz normal rüberschalten? Was gibt es hier Tolles? Gar nichts. Hier wurden die Lizards freigeschaltet. Oder gibt es hier eine versteckte Wand? Ne, unten ist eine Borde. Da geht es schon mal nicht, dass hier eine versteckte Wand ist. Ja, sicherlich. Ich muss jetzt wieder den Schalter betätigen, dass ich hier rauskomme, oder was? Gott, ist das schlecht. Oh. Das ist doch nicht fair. Das ist so ein Scheißrätsel. Das ist doch nur ein Zeitfresser. Kommst du da oben auch mal runter? Jetzt geht's bestimmt nur zur Seite und ich muss nochmal raufsteigen, oder? Klar. Vier Lizards und ich lasse jeden einzelnen kommen. Das ist so traurig.
Ich war hier schon mal. Hä? Komm doch mal runter auf den Meter, du Spinner. Dass ich die Sackhaare rasieren kann. Okay, du willst einen Shootout. Natürlich trifft er besser als ich. Die Kante... Okay, die Kante sollte für jeden gelten. Aber solange sein Einschussgerät immer nur nachlässt und nicht trifft, juckt mich das wenig. Ah, das ist gar keine mehrfache Armbrust, das ist einfach nur seine fette Magie-Armbrust. Oder er verschießt irgendwelche Magiegeschosse, Magiepfeile einfach nur, Dunkelpfeile und so. Schnelle Geschwindigkeit, kann natürlich auch sein. Ja, jetzt hat er normale Pfeile verschossen. Kann mich nicht erinnern, vier Truhen aufgemacht. Ich raff's einfach nicht. Es waren vier Lizards, ne? War das irgendein Zusammenhang? Ich muss hier wahrscheinlich nochmal runter. Na gut, erstmal den normalen Weg folgen. Da lang. Und ganz normal da runter. Irrgarten sondergleichen. Okay, da fällt man einfach noch. Mal nicht hin. Also wenn ich nicht springe, falle ich einfach nur runter. Aber hier doch auch, oder? Geronimo! Ach nee. Okay. Ich dachte, da wäre eine Lücke gewesen. Hexenurne. Mann, völlig... erstmal für mich neuer Gegenstand, oder ich hab's vergessen. Und ein völlig unbewachter Gegenstand, würde ich gerade sagen. Alter. Der in seiner Rüstung... Der kümmert sich auch einen Scheißdreck um Schaden, oder? Den er kriegt. Na komm her. Schön, dass die alle Fat Roll haben, aber die können auch mächtig was einstecken. Fat Roll ist ein Tod! Oder meiner. Die sind nicht wirklich stark. Ich muss mich mal ein bisschen dran gewöhnen, gegen die zu kämpfen. Die haben ein sehr seltsames Design. Die passen gar nicht hier in die richtige... Also richtig in die Gegend passen die nicht rein. Vor allem sehen die auch alle aus wie Dark Souls 1. Also klassische Ritterrüstung noch. Noch tiefer runter. Ey, ich bin sowas von irritiert hier, wo es lang geht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann werde ich auch jedes Mal von so einem Ritterlurch zusammengedroschen. Weiter Sprung. Aber schön abgerollt. Kaum Schaden gekriegt. Okay, hier hätte ich glaube noch erwartet, dass einer kommt. Das müsste dringend mal renoviert werden, der Scheißbaute hier. Da ist noch einer. Den werden wir jetzt mal ein bisschen ärgern. Hey, Kunde! So cool bist du gar nicht. Okay. Dafür hast du deinen zwar blinden, aber ziemlich coolen Kumpel mitgebracht. Hat für den dritten Schlag nicht gereicht, aber dafür fehlt. Ich hasse diese Mistkerle. Ja, fall runter. Und tschüss. Ich glaube, das dürfte zu denen gewesen. Noch einer! Sag mal, ist hier eine Ritterschule oder sowas? Okay, den nehme ich beidhändig. Mir doch völlig wurscht. Komm her. Nein. Was denn jetzt? Okay, okay, okay. Ihr wollt so, ihr kriegt so. Ach, hier war ja gar... Ach, hier war ja Wand. Sehr schön. Ihr Lutscher, kam die jetzt von unten hochgelaufen? Das Gesinge. Nein, kein Estus. Ich wollte nur den Schwertmodus wechseln. Ach, ich bin so schlecht. Ich müsste echt mal die ganzen Flaschen zusammenzählen, die ich schon sinnlos getrunken habe. Bestimmt schon eine Million. Und ich komme dann wieder beim Endgegner unten an und kann nichts. Weil ich keine Vorräte mehr habe. Okay, das scheint es auch wirklich beide gewesen zu sein. Hat der eine sich unterwegs noch regeneriert? Hat er kaum noch was gehabt? Hallo, lieber Irrgarten. Und schon wieder offene Truhen. Sind alle Schatzräume oder was? Ah, das ist ja was. Drachenbluthelm, Drachenblutausrüstung. Das klingt eigentlich ziemlich nice. Was kann das Zeug? Nehmen wir mal unsere Königsbrust plus 5 als Vergleich. Okay, geht doch alles nach unten. Das ist aber nicht so schlimm. Das Zeug könnte schon ziemlich cool werden. Das hat nämlich jetzt schon 200. Das aufgebohrt, das Zeug. Ist ein bisschen schwerer, aber auch viel, viel besser. Also ich werde es, denke ich, mal hochrüsten beim nächsten. Weil die haben noch gar keinen Aufbau gehabt.
Das Gesinge geht mir langsam auch und Gewalt. Hier haben wir alles entdeckt. Darüber springen kann ich auch nicht. Heck, schafft man so einen Sprung? Geht. Gibt es hier noch normalen Weg nach unten? Außer, naja, den schnellen, tödlichen? Oder habe ich mir gerade verirrt? Also hier, bin ja nicht lebensmüde, ne? Also. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt, wie es jetzt weitergeht, weil ich komme ja so gesehen auch nicht mehr hoch, oder? Nur eine Etage komme ich wirklich hoch. Und darüber springen. Alter. Ist müde. Okay, ich springe einfach mal. Geronimo! Das war ja so. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel jetzt so geplant war, ist mir aber auch Rille. Ich hab's geschafft. Oh, das Gesinge geht mir langsam auf die Kette, denn es kommt immer. Hier sind garantiert wieder solche Ritterfanatiker, oder? Lunschen wir mal um die Ecke? Nee, keiner. Uhu. Nein, auch keiner. Na, ich hab's doch gewusst. Und gleich wieder im Buddy-Modus, ne? Ihr könnt alleine nicht kämpfen, ihr Fett-Mode-Schweine. Roll natürlich. Rolle, fette Rolle. Alter, willst du mich? Ja, er will mich. Ich muss hier noch einen Endgegner besiegen, glaube ich. Also komm jetzt nicht so mit der Scheiße. Alter, ich sollte zur Seite ausweichen. Das ist so schlecht. Schön. Kannst du dich ehrenvoll mal sterben? Viermal Estus noch. Der Endgegnerkampf wird sehr spannend. Glitzerndes Titanit. Also hier wird man echt unglaublich beschenkt. Ich mag's. Ich hole mir jeden Treffer Vorsprung, den ich hier holen kann. So. Okay, der nimmt auch beidhändig. Oh, dass die immer... Hauptsache, die staggern mich und ich kann sie nicht staggern. Und Hauptsache, die überleben immer mit 1 KP. Du Sack, Alter. Ich nehme jetzt echt mal gnadenlos schon meine Lebenssteine, weil ich will ja eigentlich noch den Endgegner erleben. Und dann jedes Mal hier wieder runterlaufen? Das ist doch der Wahnsinn. Große Seele eines tapferen Kriegers. Das brauchen wir. Glitzerndes Titanit. Ich dachte kurz, da wäre ein Lurch. Kein Lurch, ihr wisst schon, was ich meine. Ein Lizard. Übrigens hat es mich mal überrascht, dass Lizards jetzt wieder aufgetaucht sind. Waren hier im Spiel zeitlang nicht zu sehen. Vermutung des Todes. Ist noch daneben gesprungen. Sang es Tussi, ich komme dir näher. Bereite dich auf dein Ende vor. Und ich sehe da auch gleich ein Summon-Zeichen. Was sehr, sehr schön ist, aber Endgegner werden ja bekanntlich von mir bevorzugt alleine genommen. Auch wenn ich da gerne mal verliere. Drachenrast. Drachenrast klingt jetzt nicht so, als müsste ich gegen eine Trulle antreten. Wie kann ich nicht alles? Gut, ihn kann ich wieder. Er ist ja fast immer mit dabei. Ich würde es trotzdem mal gerne allein probieren. Am Anfang bin ich gegen die Endgegner immer ziemlich gut, muss ich sagen. Und dann erst bei den Rematches, weil ich jetzt erst verliere, trotzdem egal, wie gut ich bin, kriege ich immer mächtig aufs Maul. Und hier haben wir noch... Zeig dich mal. Natürlich, ich will die Schwertkämpferin. Die Faustkämpferin. Puh, wir wechseln auf die letzten vier Estus-Flakon und stellen uns den Endgegner, was immer das auch ist. Na, Chandra in Mini? Ihr habt den Sumpf nicht verdient. Deine Mutter hat den Sumpf nicht verdient. Okay, ich habe jetzt auf den Drachen gehofft. Und du bist Elena, Elana. Mit einem ziemlich laschen Schattenangriff. Aber ich denke, du hast im Nahkampf mehr drauf, oder? Ich fühle mich aber gerade seltsam langsam. Okay, die kann teleporten. Hilft dir nicht besonders viel, aber schön, dass du so... Ich hätte gerne mal einen Treffer gelandet. Du bist nicht gerade die cleverste, oder? Oh, oh, ich nehme alles zurück. Du bist die Beste. Okay.
Fast getroffen. Ja, jetzt macht sie wieder die Scheiße. Und. Nö, macht sie gar nicht. Ah! Oh, goldenes Skelett. Lass mich raten, du bist sowas wie ein Nekromant. Alter. Nicht schlecht. Ich brauche mal einen Schluck. So, jetzt können wir uns da halten. Klopfst du mich nicht nieder? Gleich der Angriff? Gleich kam der Angriff? Ich konnte nicht mal trinken. Die Blödkuh ist super leicht und ich lasse mich von der... Kretakpre, wie meine klingonischen Freunde sagen würden. Lass ich mir persönlich jetzt aber nicht bieten. Ich gehe da nochmal runter und versuche, in Sängerin Ärsche zu treten. Das ist mein Tagesziel. Und zwar nehme ich diesmal meinen Schädel mit und dann klopfe ich dir einen sonst was vom Schädel. Na, mir ist gerade eingefallen, dass der Schädel ja nicht so gut gegen ungepanzerte Gegner wirft. Er hilft. Aber ich probiere es trotzdem mal. Oder doch das Schwert? Ich bleib mal beim Schwert. Hat die olle Mutter mich quasi gerade alle gemacht? Finde ich nicht gut, muss ich sagen. Ich muss auch mal meinen Ring kurz mal austauschen. Hab jetzt genug noch zwei, oder? Ich war doch reparieren. Ja, zwei hat er noch. Hallo, Fahrstuhl. Page, Zimmerservice, los jetzt. Die kriegen wir doch, die war doch gar nicht schwer. Ihre goldenen Skelette da mal wegfinischen, die kommen ja nicht mal wieder, die stehen ja nicht mal auf. Also es durfte jetzt wirklich kein... Obwohl ich doch gerne mal meinen Blitzschädel bei der Schnelle ausprobieren würde. Ich glaube, ich probiere wirklich einfach mal meinen Schädel des Monsterblitzes aus. Wo ist er hin? Weiter oben war er doch, oder? Ich muss erstmal hier ankommen. Oder soll ich erstmal hin? Nee. Schädel, wo ist er? Wo ist mein Schädellein? Da ist er. Und den richtigen Ring wählen wir jetzt an. Ich gehe auf Endgegner-Fight. Was renne ich eigentlich mit den Schwachringen rum? Wo haben wir einen? Dritter Drachenring. Rein. Jetzt noch wunderschön mein Erhaltungsring. Das müsste. Genau. So, jetzt könnte das Vieh mir mal kommen. Jetzt wird es mich ordentlich mörderlich auf die Mappe geben. Natürlich muss ich jetzt erst wieder den langen Weg bestreiten auf den Weg nach unten. Aber wie gesagt, meine Taktik heißt sexy durchlaufen. Funktioniert nicht immer, aber vor allem nicht für die ganzen Spinnerritter. Die werden mir garantiert probieren, ordentlich schön die Tour zu vermasseln. Aber dafür sind wir ja bekannt, dass wir uns die Tour zwar vermasseln lassen, aber dabei auch noch stilvoll aussehen. Nein, so viel dazu zum stilvoll aussehen. Wie ging es jetzt weiter? Ich probiere den Kampf nicht aus dem Weg zu gehen. Aber nicht doch. Komm, wir kämpfen später weiter. Nämlich in einem anderen Leben, Junge. Ich habe keine Zeit, gegen dich zu kämpfen. Kämpfe jemand mit deiner Kragenweite. Wenn jemand sowas findet. Ne? Schlückchen. Hi, Keule. Schön gemacht. Aber der ging doch dank Gelinde daneben. Die haben alle keinen richtigen Bock auf mich, habe ich. Die wollen mich alle ein bisschen killen. Hier geht's schon runter. Oh, der Gesang! Dafür hat es schon allein verdient, dass ich ihr Leben aushauche. Vielleicht noch auf die Säule? Yeah! Geht ja viel schneller herunter, wenn ich nichts erkunde. Okay, ich würde sagen, es ist time for a fight, for a ride. Nochmal gegen die Tussi. Kurz mal Ausdauer schnupfen. Und ich habe 11 mal Estoslor. Komm, ich gebe dir jetzt richtig schön eine fette Naht. Schnauze. Ja, schön, dass du mir ein paar Reihen bangst. Glaubst du, bist es oder was? Nahkampfattacken, du! Mit deiner Hässler und Axt, die will auch keiner haben. Schön gemacht.
Oh. Na, macht weniger Schaden als das Schwert, aber ich werde schon überleben. Die Attacke nicht einfach mal Jauchegrube. Okay, ich habe mit allen gerechnet, aber nicht mit sowas. Das ist eine ultimative Beschwörerin, oder? Okay, der ist auf jeden Fall gepanzert. Alter Falter, ist er stärker als die. Okay, bleiben wir auf die alte konzentriert. Okay, vielleicht muss ich den doch erst killen. Nein, nein. Ich trinke im falschen Augenblick und werde von der dummen Kuh einfach weggerotzt. Ich probiere es aber nochmal. Noch habe ich einen Ring und die Zeit ist eigentlich noch nicht ran. Und ich werde es wieder mit dem Schwert probieren. Der Schädel ist meine persönliche Lieblingsvernichtungswaffe. Hat es aber diesmal nicht so gebracht. Aber ich schätze mal, da sie die Skelette überlebt hat, hat sie jetzt einfach mal Captain Fettbacke rekrutiert. Und der hat's gemacht. Finde ich aber auch nicht gut. Weil der noch ein bisschen nerviger ist als sie. Weil der hat fast die gleiche Power. Nochmal Lebensring wechseln. Ihr seht gerade, ich hatte... dran. Der Klingenringen reingehauen. Aber ich bräuchte sowas wie Finsternis ab. Damit ich wenigstens den letzten... Genau, machen wir lieber das. Napalus hat Ihnen eine Nachricht gesendet. Ich freue mich. Aber Napalus, mein Freund, da musst du dich leider noch gedulden. Ich bin ja nämlich noch mitten im Endgegnerkampf. Also, nix hier mit, mal rangehen. Ich würde es ja jetzt lesen. Ich habe nur den Eindruck, da ist was Privates, was keinen angeht. Und da würde ich das nicht so schön finden, wenn ihr mitlest. Nimm's mir nicht persönlich, aber so ein bisschen Privatsphäre braucht doch jeder. Ihr wisst doch, wie es ist. Wenn mir der Napalus wieder seine Nacktbilder schickt, die keiner sehen möchte, aber die er mir einfach aufdrängt. So, jetzt haben wir wirklich die komplette Endgegnerrüstung fast wieder an. Jetzt kommen wir das nervige Fahrstuhl und ich weiß, das dauert dann mal so einen kleinen Moment, aber hey Leute, der dritte Versuch, da müsste eigentlich klappen, oder? Ich muss zugeben, der fette Ritter hat mich ein bisschen überrascht. Und ich habe das Gefühl, wenn sie kurz vorm Ende ist, wird sie noch was Fetteres und Mächtigeres herzaubern. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Probleme habe mit zwei Gegnern gleichzeitig. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin mehr so der Duell-Heini. Und selbst im Duell stelle ich mich noch dämlich an. Meistens. Schön mit der dicken Kante. Mein Kopf braucht man nicht zu sehen, man braucht nur mein mächtiges Schwert sehen. Und kommen wir endlich mal unten an. Ich bin ganz nervös vor Endgegnerfight. Ja, sehr gut. Also kein Ring der Klinge. Ich habe mich lieber für Finsternis-Resistenz entschieden, damit ich nicht dauernd von der Alten mit ihrer Finsternis-Gatling, so nenne ich die Technik einfach mal, überrascht werde. Aber habe ich so eigentlich ganz gut schon, sag ich mal, gehabt. Na, was war das denn? Wollte ich noch cool springen, hat nichts gebracht. Darf mir in Zukunft aber hier nicht mehr probieren, passieren. Ja, seht ihr auch. Sie hat schon wieder Freude am Singen. Am liebsten würde ich jetzt einspielen von Ritter der Kokosnuss. Ich will doch nur singen. Kennt das jemand? Ja. Nein, aber ich will Dark Souls eigentlich nicht mit Minimatzen verwässern. Was habe ich damals bei einem Let's Play gemacht? Bei einer meiner... Okay, ich erzähle später Geschichten aus dem Krieg. Das habe ich früher gemacht bei meinen Ninja Gaiden Let's... Ich muss noch eine Etage tiefer. Hey Leute! Hey Leute! Natürlich trifft er. Da habe ich das gemacht gehabt. Das war mein erstes Let's Play. Da fand ich das ziemlich witzig. Finde ich eigentlich immer noch ziemlich witzig. Aber ich würde mir heute nicht mehr den Aufwand und die Mühe machen, weil es relativ wenig geschätzt wurde. Muss ich wirklich sagen. Also die ganzen Minimatzen einbauen, da hast du das Doppelte gebraucht, was du normalerweise beim Let's Play gebraucht hast. Aber ich will mich jetzt nicht über meinen. Wenn du sie einmal drin hast, erwarten die Leute auch immer wieder Minimatzen. Und wenn das Let's Play in dem Moment keine Minimatz hergibt, musst du dir echt auf irgendein Stichwort, wie so ein Stichwortgeber, einen einfallen lassen. Das kann auch ziemlich, sag ich mal, belastend sein. So, ich mache mich nochmal richtig schön voll. Und werde die Schnalle jetzt mal wegbellen. Ja, ja, du hast den Sumpf nicht verdient. Ich weiß gar nicht, ob die Schläge jetzt wirklich treffen. Oh.
Schätze mal, sie haben getroffen. Wenn ich die Energiebalken so ansehe. Okay, das macht mir gar nicht schön. Energie aufladen. Ach so, das war ja die Beschwörung. Ah, ich muss besser aufpassen. Aber diesmal hat sie nur Skelette beschworen. Hätte schlimmer kommen können. Na, zum Beispiel so. Hör auf mit der Magiescheiße. Die supportet ihre eigenen beschworenen Monster. Nicht schlecht gemacht, Tosi, aber jetzt bin ich wieder am Zug. Süß, aber nichts, was die Mama nicht abwehren kann. Gut, das ist etwas. Was nicht so gut. Nein, töte mich nicht mit so einem Bitch-Move. Das ist es. Ich war zu blöd. Ganz ehrlich, war zu gierig. Naja, was soll's, Leute. Der Part ist eh am Ende. Ich krieg die beim nächsten Mal. Und ich muss sagen, so schwer ist die nicht. Ich stelle mich mal wieder ratzenblöd an. Aber ich sage euch, beim nächsten Mal habe ich sie wirklich. Vielen Dank fürs Reinschauen. Verpasst beim nächsten Mal nicht den Fight gegen die halb verrottete Königin des Sumpfes. Die Königin der Nacht. So hübsch, wie sie auch ist, sie muss sterben. Also bis die Tage. Ciao.